Hallo zusammen, Neues vom Balkon. Jetzt die erste richtige Folge. Es gab ja schon so zwei Vorabfolgen. Das war so der Übergang von meiner alten Abendandacht in das neue Format Neues vom Balkon. Die Abendandacht, die täglich kam, habe ich ja zum 15. September hin eingestellt, habe mich ein bisschen neu aufgestellt und werde jetzt einmal in der Woche, und zwar immer freitags, so einen kurzen Rückblick geben, was so in der Woche mir persönlich aufgefallen ist, was mich bewegt hat. So ein bisschen Gedanken zur allgemeinen Situation. Es wird natürlich auch weiterhin Corona eine Rolle spielen, denn wir befinden uns immer noch in dieser doch für uns sehr ungewohnten Zeit. Aktuell leider auch wieder mit ein bisschen stärkeren Anstieg von Infektionszahlen und leider Gottes auch immer mehr Schwererkrankte, zwar immer noch verhältnismäßig wenig, aber die Intensivbettenauslastung in den Krankenhäusern ist auch schon wieder relativ hoch im Vergleich zum Sommer. Was aber nicht unbedingt mit Corona zu tun haben muss, weil jetzt allgemein auch die Herbstgrippewelle mit hinzukommt. Und ich glaube dennoch, dass wir ganz gut dadurch kommen, weil durch die Hygieneregeln, an die wir uns alle mehr oder weniger jetzt auch strikt halten, eine Hände waschen, lüften, hat mir meine Oma schon immer gesagt. Und eigentlich habe ich mich früher schon immer dran gehalten. Und deswegen habe ich bis jetzt eigentlich immer eine ganz gute Verfassung gehabt, gesundheitlich. Und bin die letzten 20 Jahre zumindest, oder auch 30 Jahre, ja, fast schon 35 Jahre, aber sagen wir ja 30 Jahre, symptomfrei oder krankheitsfrei durch die auch Grippesaison gekommen. Ich habe mich nie gegen die Grippe impfen lassen und war die letzten 10 Jahre wirklich viermal beim Arzt. Es war einmal eine Lungenentzündung. Das war letztes Jahr durch meinen Bluthochdruck. Das war einmal, weil ich mir beim Sport ein Bein kaputt gemacht habe. Und das war einmal, weil ich mich einfach nicht gut gefühlt habe. Und das war auch da, glaube ich, so ein bisschen Überarbeitung, Kreislauf. Und ja, man kann sagen, das war so zu Beginn meiner Berufslaufbahn, wo ich auch viel habe mit mir machen lassen, einfach aus Angst vielleicht auch einen Arbeitsplatz zu verlieren. Es war kein kompletter Burnout, aber es waren Ansätze da und ich habe es hoffentlich noch früh genug damals gemerkt oder zum Glück früh genug gemerkt und habe mich dann auch für ein paar Wochen krank schreiben lassen, mich beruflich neu aufgestellt und merke jetzt einfach, glaube ich, schon sehr früh, wenn es wieder so weit kommt. Und so weit, wie ich damals war, möchte ich eigentlich nicht mehr kommen. Und ich glaube aber, dass die ganze Situation aktuell auch durch Corona das Ganze nochmal so ein bisschen entschärft hat. Auch gerade bei uns im Online-Business und im Digitalgewerbe, wo früher doch sehr viel Überstunden an der Schicht waren oder am Tag waren. Und das hat sich, glaube ich, auch durch die Homearbeit, durch das Homeoffice oder wie es bei uns heißt, Flexwork, relativ gut geregelt. Neues vom Balkon, also einmal die Woche ein bisschen längeres Format. Ihr könnt es auch auf meiner neuen Webseite neuesvombalkon.de sehen. Da sind auch noch andere Sachen mit drauf. Das ist so allgemein mein neuer Blog, wo ich so ein bisschen auch über die Tagesgeschehnisse hinaus mal ein bisschen was schreibe. Es gibt die 25. Stunde, einen Philosophieblog, der in unregelmäßigen Abständen mit schönen Themen bespielt wird. Es gibt auch einen Link zu einem Pukari-Weinshop mit wunderbaren moldawischen Weinen. Und natürlich darf dort auch das virtuelle Kaffeehaus nicht fehlen, wo wunderbare Events angeboten werden. Auch gerade jetzt in der Zeit. Auch unsere eigene Weihnachtsfeier zum Beispiel wurde abgesagt, auch vom Theaterförderverein die Weihnachtsfeier wurde abgesagt. Und ich glaube, dass viele sowohl Weihnachtsfeiern von Betrieben als auch von Vereinen und von sozialen Einrichtungen abgesagt werden. Und diese kann man trotz alledem, auch Weihnachtsmärkte führen da natürlich mit rein, und diese kann man zum Teil auch virtuell abhalten. Da gibt es tolle Konzepte, auch unter anderem von Eld Kamrat in Köln. Auch mit Michael Kliss in Köln, ein Kaffee-Weihnachtsseminar. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten Wochen noch ganz, ganz viele tolle Aktionen planen können. Und schaut da einfach mal rein, das virtuelle Kaffeehaus. Und auch natürlich bei uns, bei Lebensfreunde, gibt es auch bestimmt viele tolle Events zum Thema virtuelle Weihnachtsmärkte, virtuelle Weihnachtsfeiern. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich war ja die letzten Wochen ein paar Mal in Wolfsburg in der Sommerwelt, die ja trotz Corona stattgefunden hat. Eine sehr gelungene Sommerwelt dieses Jahr mit tollen Attraktionen.
Insgesamt durften in die Autostadt nur 1.499 Besucher rein, weil ab 1.500 wäre es nach Corona-Auflagen des Landes Niedersachsens eine Großveranstaltung gewesen und die sind ja per se bundesweit bis Ende des Jahres verboten. Und deswegen diese Auflage. Es gab eine Einlassampel im Internet, da konnte man gucken, sind zu viele Leute da, kann ich rein, habe ich Wartezeit. Ich habe es immer ohne Wartezeit geschafft. Es war schön geregelt, an der linken Seite der großen Einlasshalle war der Eingang, an der rechten Seite der Ausgang. Also man ist sich überhaupt nicht begegnet. Es wurde auch von der Sicherheit dezent mal darauf hingewiesen, aber die meisten Leute haben es eh von sich aus gemerkt. Es gab auch keine Staus am Einlass, weil auch die Kassen schön über das ganze Entree-Portal verteilt waren und die meisten haben eh ihre Jahreskarten, die ja in der Autostadt mit 30 Euro pro Jahr wirklich ein Schnäppchen sind. Und auch in der Stadt innen drin gab es so gewisse Laufwege, die eingehalten wurden und das haben sich wirklich alle dran gehalten. Es gab ein tolles Programm für die Kids, ein riesen Kletterpark, ein riesen Sandkasten. Es gab am Kindertag wunderbare kleine Attraktionen. Es gab ein E-Scooter-Fuhrparkgelände, wo man so ein bisschen so wie beim Auto dieses Testfahren auf ADAC-Strecken, also Sicherheitstraining für E-Scooter sozusagen, habe ich gemacht. Total lustig. Um den Seat-Pavillon herum, ganz toll. Für die Kids gab es Bobbycars, es gab, klar, die Pavillons hatten eh offen. Konnte auch den neuen ET4 sich mal angucken im VW-Pavillon, ganz spannend. Und natürlich Cool Summer Island. Diese wunderbare Insel im Hafenbecken zwischen Kraftwerk und der Autostadt. Und Cem, mein Lieblingsbarkeeper aus Bielefeld, war wieder da. Ich habe lange mit ihm gesprochen. Er war glücklich, dass ich da war. Er hatte selber als selbstständiger Barkeeper, den man für Events mieten kann, eine sehr harte Zeit. Er hat gesagt, er hat durch sein Barista- und Bar-Event-Geschäft dieses Jahr knapp 70, 80% weniger Umsatz. Auch in der Autostadt, also die Sommerwelt, sagt er, ist natürlich bei weitem nicht so wie in den letzten Jahren. Allein durch die Beschränkung auf die Cool Summer Island durften auch nur 50 bzw. 100 Leute drauf mit dem Strandbereich, mehr nicht. Und sonst waren da 500 drauf. Und es war eigentlich auch vorher nicht schön, weil man konnte kommen, wann man wollte. Und mit viel Glück hat man irgendwo in den Lounge-Bereich einen Platz bekommen oder in den Strandliegen einen Platz bekommen. Aber eigentlich stand man nur rum. Diesmal hatte man immer einen Platz. Ich hatte immer schön einen kleinen Einzelplatz mit Blick auf das Hafenbecken. Man konnte den Sonnenuntergang beobachten abends dann. Es war wirklich wie im tiefsten Süden und es war ganz toll. Ihr habt vielleicht die Bilder auf Instagram und Facebook gesehen. Und es war ein tolles Konzept und Cem hat mir gesagt, dass auch die Winterwelt stattfinden wird. Und das ist vielleicht der Riesenvorteil dieser Autostadt, weil man kann den Zulauf regulieren. Man hat also die Kontrolle am Einlass, weil es ja ähnlich wie ein Freizeitpark begrenzt ist. Also man kommt von außen nicht einfach so rein. Und so kann man da ein wunderbares Konzept auch für Weihnachten, für einen Advents- und Weihnachtsmarkt erstellen. Und die ist dieses Jahr geplant. Stand jetzt findet sie statt. Cem wird auch wieder mit seiner Glühweinhütte da sein. Und ich bin mal gespannt. Und wenn es keine anderen Weihnachtsmärkte gibt, gibt es zumindest die Winterwelt in Wolfsburg. Meldet euch vorher an. Und dann habt ihr zumindest so ein bisschen tolles Feeling. Finde ich toll, dass diese Stadt das hinkriegt, dass VW das hinkriegt, dass Wolfsburg da mitmacht. Und es war echt im Sommer toll und ich freue mich auf den Winter. Und ich denke, mit einem guten Hygienekonzept kommt man da auch durch. Gleiches gilt für die VfL Arena. Ich habe mich für ein Ticket beworben, weil am kommenden Sonntag beim Spiel gegen Augsburg dürfen 6.000 Fans in das Stadion. Und ich habe die Karte bekommen und man konnte sich vorher so einen Platz auswählen. Und das war bei dieser Platzwahl schon, man kennt das ja von Eventim auch, wo man so einzelne Plätze auswählen kann. Ganz schön, es gab immer vier zusammenhängende Plätze, dann gab es vier frei, vier zusammenhängend, vier frei, dann immer zwei Reihen frei und wieder vier, vier, vier. Und somit versuchen sie die ganze Arena zu füllen. Ich glaube, Stand jetzt, Freitag, sind es knapp 4.600 Karten verkauft worden. Und ich freue mich einfach mal wieder drauf. Fußball, man kriegt ein Einlassfenster, die Karten sind personalisiert. Man muss sagen, wann man ankommt. Ich habe das Einlassfenster zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr und darf auch nur zu diesem Zeitpunkt rein. Und es gab drei Einlassfenster und es wird im Stadion ein Hygienekonzept geben. Man muss Maske tragen, am Platz dann nicht mehr. Und ich glaube, Alkoholverbot herrscht und man darf die sanitären Einrichtungen auch nur
mit Einlasskontrolle praktisch. Da wird ein Ordner vorstehen und zählen und dann muss man halt ein bisschen warten. Aber es ist ein Hygienekonzept, was funktioniert, was gut ist, was sich, glaube ich, auch schon bei anderen Events bewährt hat. Und so könnt ihr dann wieder ein bisschen Leben reinbringen. Und da freue ich mich drauf. Und es sollten einfach mal viele mehr so ein bisschen Mut haben und einem Hygienekonzept, weil nur mit Verboten und nur auf Vorsicht fahren, kommen wir auf Dauer auch nicht weiter. Dann werden die Menschen ungeduldiger, ungeduldiger und irgendwann ist die Ungeduld so groß oder das Unverständnis so groß, dass man eben dann zu leichtsinnig wird. Ich denke, es ist so eine Mischung aus ja, Brot und Spielen. Und wenn man gewisse Freiheiten hat, sich daran hält und das war in der Autostadt im Sommer zumindest so, da haben sich alle dran gehalten, auch an die Maskenpflicht, dann kann man auch wirklich wunderbar durch diese Zeit kommen. Und dann hoffe ich auch, dass wir das im Laufe des nächsten Jahres schrittweise lockern können. Es wird nicht von jetzt auf gleich einen Cut geben, wo es normal wird, aber wir können es Schritt für Schritt lockern. Und ich glaube, nur so mit kleinen Schritten, da wird es auch immer zwischendrin wieder mal Rückschritte geben. Aber ich glaube, es sind immer 3 Schritte nach vorn, ein zurück, 3 nach vorn und dann kommen wir da ganz gut durch. Und ich hoffe, dass ich dann auch die Kultur- und Eventszene erholt und auch die Reisebranche erholt, die sehr gelitten hat. Und da bin ich auch beim nächsten Thema. Reisebranche hatte ich ja gestern schon mal angeschnitten. Zum 1.10. sind ja die weltweite pauschale Reisewarnung von Deutschland und der EU aufgehoben worden. Deutschland geht nach dem RKI-Werten, diesem Inzidenzwert, also wenn die Zahl 50 überschritten wird auf 100.000 Einwohner, was Neuinfektionen innerhalb von 14 Tagen betrifft, dann kann oder dann soll ein Land, eine Region als Risikogebiet erklärt werden. Dann noch so ganz dubios, wenn das RKI der Meinung ist, dass nicht ausreichend medizinische Versorgung vorhanden ist, kann ich mir irgendwo im tiefsten Busch vorstellen, aber in Europa eigentlich nicht und auch in Asien eigentlich nicht, außer vielleicht irgendwo in Osttimor im Dschungel. Oder wenn das RKI der Meinung ist, dass falsch oder anders als sie es meinen getestet wird, kann man auch pauschal sagen, dass ein Land Risikogebiet ist. Das Thema in Europa hatte ich ja, Serbien mit einem Inzidenzwert der letzten 14 Tage von 6,4 europaweit führend mit Abstand. Der zweite hat sogar 13,8. Also ist es wirklich die Hälfte. Und dann geht es hoch. Deutschland mittlerweile bei 17, 18, Frankreich bei 5, 60, 70, Spanien bei 130. Und man lässt Serbien pauschal als Reisegebiet mit Reisewarnung. Ich habe einen Abgleich gemacht zwischen Ende August und 1.10. auf der RKI-Seite und es hat sich einfach nichts geändert. Im Gegenteil, es sind noch neue Regionen dazugekommen. Und das, meine Lieben, verstehe ich immer noch nicht. Ihr macht hier ganz bewusst eine ganze Branche kaputt, nämlich die Reisebranche. Und dazu zähle ich Luftfahrtunternehmen, dazu zähle ich Hotelleries in den Ländern, Gastro in den Ländern. Und gerade Belgrad war jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen wieder am Hochkommen als Reiseziel, wovon viele auch profitiert haben und gelebt haben und auch viele Junge gelebt haben und was für viele junge Serben auch ein Grund war, um vielleicht in Belgrad zu bleiben und nicht das Land in den Jahren zuvor zu verlassen. Serbien ist in den letzten 30 Jahren ausgeblutet, weil die gut ausgebildete Jugend, man kriegt in Serbien eine sehr gute Bildung kostenlos, von der Schule über die Hochschule bis hin zur Universität. Und die gut ausgebildete Jugend geht weg. Und so hatte man zumindest einen Schritt probiert und das wird dadurch kaputt gemacht. Die Kreuzfahrtbranche, Katastrophe. Luftfahrtbranche, Katastrophe. Und ich glaube, am schlimmsten trifft es die Reisebüros. Es wird die Reisebüros, so wie wir sie kennen, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Vielleicht waren sie eh schon auf dem absteigenden Ast, aber ich glaube, dass diese Panikmache, die auch von Frau Merkel zuletzt ausging mit ihren 20.000, 19.000 irgendwas pro Tag neue Infizierte. Das trägt nicht dazu bei, dass die Menschen Vertrauen haben. Und dafür ist sie auch von allen Seiten, auch in allen großen Medien, stark kritisiert worden, dass es einfach halt Fehl am Platz ist. Und ich glaube, dass man damit genau das Gegenteil auf Dauer bewirkt. Man muss jetzt, wie gesagt, ein bisschen auf Sicht fahren, aber auch mit ein bisschen Mut und nicht nur den Menschen immer irgendwelche Horrorzahlen nennen, weil irgendwann schlägt das dann genau ins Gegenteil um.
Und ihr macht aktuell eine Reisebranche kaputt. Ich habe gestern mit Hamburg Touristik gesprochen. In Hamburg natürlich keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Lange Zeit keine Tagestouristen, weil einfach auch keine mehr von außerhalb oder Wochenendtouristen. Dann einfach nichts ging von außen her. Hamburg hatte viel. 40, 50% waren Wochenendtouristen aus dem Ausland, die mit Ryanair, EasyJet günstig nach Hamburg fliegen konnten. Klar, weg. Elbphilharmonie dicht, die ganzen Musicals dicht. Hamburg hatte einen Einbruch von 70 bis 80%. So langsam fahren die Musicals wieder hoch, natürlich auch mit Hygienekonzept, teilweise nur mit 40% Belegung der Säle, aber es ist so ein bisschen wieder ein Restart. Und die Elbphilharmonie hat ein ganz tolles Konzept. Sie macht teilweise zwei Konzerte, zweimal die gleichen, einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr oder 19:30 Uhr, damit sie dann jeweils 50% Auslastung haben und dann somit praktisch das zusammen zu 100% machen. Kennen wir ja vom Zirkus und so hat zumindest die Kultur wieder ein bisschen was. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass neben der Hotellerie, Gastronomie, Reisebranche pauschal auch wieder die Kultur ans Leben kommt, weil das ist eine riesengroße Branche mit ganz vielen Arbeitsplätzen, mit ganz vielen Existenzen. Und hier sind die meisten Solo-Kämpfer, die alle aktuell wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und wenn da so ein bisschen der Lichtblick ist, auch jetzt über den Winter, ist das, glaube ich, ganz gut. Und das passt so ein bisschen in das Konzept mit auch vielleicht diesen virtuellen Events. Und man kann auch so ein Konzert, die digitale Z Konzerthalle der Elbphilharmonie zum Beispiel, schon vor Corona, jetzt natürlich mit Corona noch wesentlich attraktiver. Aber bringt da so ein bisschen was rein. Und dann kann man auch wieder die Menschen so ein bisschen ablenken von den Horrorzahlen, die teilweise auch in meinen Augen übertrieben genannt werden. Das ist so meine Meinung und nochmal meine Bitte an die Politiker, macht bitte nicht zu viel Panik, weil damit erreicht ihr irgendwann das Gegenteil und ja, ihr schafft kein Vertrauen in der Bevölkerung. Das ist so meine Meinung. Donald Trump, wichtiges Thema diese Woche. Anfang der Woche das erste TV-Duell mit Joe Biden. Ich habe es in der Zusammenfassung nur geguckt. Ich wollte es mir zuerst ganz angucken, aber als ich dann morgens die ersten Stimmen in der Washington Post sogar oder auch in deutschen Medien gelesen habe, habe ich gedacht, nee, guck dir nur die Zusammenfassung an und das war schon schockierend. Von beiden Seiten. Also da sind zwei Menschen aufeinander getroffen. Ja, die will man eigentlich beide nicht im Weißen Haus sehen. Meine, klar, jeder ist im Endeffekt besser als Donald Trump, aber auch Joe Biden, ganz ehrlich, dieses Duell war auf dem untersten Niveau und ich glaube, da kann man sich auch Big Brother oder Veliki Brat angucken in Serbien. Aktuell ist eine schöne Sache übrigens, Veliki Brat, ganz kurz als Einwurf für die, die es nicht kennen, das ist Big Brother in Serbien, Kroatien, Montenegro, also Crna Gora, Nordmazedonien und Bosnien und Slowenien und Hrvatska, Kroatien, also das ehemalige Jugoslawien. Von jedes Land schickt einen Kandidaten, werden in ein Haus gesperrt. Es gibt zwei Regeln. Keine Politik, keine Religion. Und dennoch ist also ein Satz mit fünf Wörtern hat in der Regel 10 Schimpfwörter. Es wird sich angeflucht, was der Balkan eh an sich hat, aber es ist lustig. Aber das hat mich sehr an das Duell mit, beziehungsweise das Duell von Trump gegen Biden hat mich an Veliki Brat erinnert. Und das darf so politisch nicht sein. Also Grundsatzregeln, Menschen nicht ausreden lassen, persönlich angreifen, Familie angreifen, das geht gar nicht. Und ich sage immer, man kann mich rund machen, man kann mich fertig machen, man kann mit mir alles machen, was man will. Alles erdenklich Schlechte. Aber wenn man meine Familie angreift, dann ist bei mir auch ein Punkt, da hört es auf. Und das hat Trump ja auch ein paar Mal versucht und Biden ist zum Glück nicht darauf eingestiegen, aber hat auch nicht professionell, nicht sehr diplomatisch darauf reagiert und das Duell war einfach unterste Schublade. Und wenn das die politische Zukunft von den USA ist, und das ist sie, weil einer von beiden wird gewinnen, sehe ich für die nächsten 4 Jahre sehe ich dann eigentlich auch nur schwarz. Und Trump jetzt heute die Meldung, er und Melania
an Corona infiziert, angeblich durch eine Wahlkampfberaterin intern im Weißen Haus, die beim letzten Wahlkampfauftritt wohl Trump-konform ohne Maske ganz nah an ihm dran saß und auch schon infiziert war. Ja, ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll. Als erstes, ohne jetzt irgendwie politisch zu werden, in eine Schublade gesteckt zu werden oder auch irgendwie angegriffen zu werden, ich wünsche Corona keinem. Und ich wünsche Donald Trump und Melania alles herzlich Gute, gute Genesung, gute Besserung. Kommt da bitte alle beide ohne irgendwelche Komplikationen durch. Werdet schnell wieder gesund und habt bitte das Glück, dass es bei euch einen milden, leichten Verlauf hat. Das ist ganz wichtig. Wobei ich, der erste Gedanke, als ich das heute Morgen gehört habe, war Wahlkampf. Weil Donald Trump zieht alle Register. Und was kann jetzt nach dieser Diskussion, die ja auch in den USA, also diese Debatte, diese erste Runde, in den USA so ein bisschen kritisch von der Gesellschaft aufgenommen wurde, sowohl für Trump als auch für Biden, also unabhängig von den beiden Lagern. Was kann für ihn besser sein? Weil er ist ja erklärter Maskengegner und sagt ja, Corona ist eigentlich nicht mehr als eine Erkältung und ist alles nicht so schlimm. Was kann für ihn jetzt besser sein, als 14 Tage sich zurückzuziehen, jeden Tag zu twittern, I'm fine, ich habe keine Symptome, I'm fine, no symptoms, nothing, I'm totally fine. Ja. Geht nach 14 Tagen aus der Quarantäne raus, ohne Symptome, ohne irgendwelche sichtbaren Probleme. Vielleicht lässt er sich in der Zeit noch die Haare nochmal neu machen, geht jeden Tag auf die Sonnenbank, also kommt blühend raus und sagt: Hey Leute, ich hatte jetzt 14 Tage Corona, war infiziert, hätte eigentlich nach eurer Meinung tausendmal tot sein müssen. Hey, guckt mich an. Ich sehe blühend aus, mir geht's gut, ich habe nicht einmal gehustet, nicht einmal genießt, ich habe jeden Tag 18 Stunden lang im Homeoffice gearbeitet, ich bin bei bester Gesundheit, ich habe das perfekt besiegt und das ist doch der beste Beweis, dass Corona gar nicht so schlimm ist. Das ist doch das beste Wahlkampfargument für ihn und für seine Anhänger. Ein Schelm, der jetzt Böses denkt, aber das war mein erster Gedanke und nach dem, was so passiert ist, schätze ich oder traue ich Trump alle Register zu, die er zieht oder ziehen kann in dem Fall. Und das wäre schon ein tragischer oder ein tragischer Schachzug, aber durchaus in meinen Augen überlegbar oder vorstellbar. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass es das nicht ist, dass es wirklich eine Infektion ist. Aber ich hoffe, dass es gut ausgeht. Und dann hoffe ich, dass der Wahlkampf bis zum Stichtag fair bleibt, weil das ist, glaube ich, aktuell nicht gegeben. Und dann hoffe ich, dass wir dann am Wahltag eine Entscheidung haben, die ja zumindest eindeutig ist und nicht, dass hinterher Gerichte entscheiden müssen, weil das wäre für die Demokratie ein weiterer Tiefschlag. Das hat mich diese Woche am meisten beschäftigt. Dann was Schönes zum Abschluss, weil ich möchte eigentlich immer, oder was Lustiges zum Abschluss, aber ich möchte immer positiv aus meinem Format rausgehen. Es ist Herbstzeit, ihr kennt ja meine große Kastanie vom Balkon und ich gehe nicht raus, weil es draußen windig und neblig ist. Passend zum Neuen vom Balkon mache ich natürlich Neues vom Fenster. Vor dem Balkon. Und ihr habt ja gesehen, da Kastanie hat ja Früchte oder Kastanien ohne Ende dieses Jahr. Und die fallen jetzt aktuell runter, weil es windet. Und heute Nacht hat ein Lieferwagen, so ein VW Sprinter, ihr kennt das ja, oder Mercedes Sprinter, glaube ich, ist es nicht VW, mit so einem Blechdach davor gestanden. Und wenn da natürlich so dicke, schon fast Tischtennisball-große Kastanien runterfliegen, knallt das ordentlich. Und ich bin echt ein paar Mal heute Nacht wach geworden, weil das so dermaßen gescheppert hat, dass ich gedacht hätte,
Irgendwie sei ein Geier oder ein Adler gegen mein Fenster geflogen und hätte die Scheibe durchbrochen. Das war echt, das waren Schläge, das, ja, und dann habe ich aber beim dritten Mal gedacht, Mensch, du, dein Wohnzimmer sieht gut aus, da ist nichts kaputt. Und dann kam mir die Idee, es könnte ja an der Kastanie liegen. Also, euer Tipp oder mein Tipp an euch, stellt eure Autos nicht unter Kastanien, denn es kann denselben Effekt wie so ein Hagelschauer haben. Ja, meine Lieben, das war die erste reguläre Folge von Neues vom Balkon. Ich hoffe, es war soweit für euch ein schöner Einblick in meine Woche. Und wir haben jetzt morgen den Nationalfeiertag, Tag der Einheit. Und ich als im Westen Geborener, jetzt im Osten Wohnender, freue mich wahnsinnig auf diesen Tag. Er kann leider im Großen nicht so gefeiert werden wie in den letzten Jahren, aber wir können ihn trotzdem feiern, denn ich glaube, das, was wir gemeinsam erreicht haben in den letzten 30 Jahren, ist der Nationalfeiertag wert und ist einfach auch eine Würdigung wert. Und ich würde ihn morgen eigentlich ganz schön feiern, weil wir haben morgen bei uns in Stendal auf dem Marktplatz ab 13 Uhr das Einheitssingen. Wir treffen uns dort und singen DDR und Westdeutsche und gemeinsam deutsche Volkslieder und wahrscheinlich auch die Hymne. Natürlich Corona-konform mit Maske, mit Abstand. Das ist in Sachsen-Anhalt ja dann auch erlaubt draußen mit 500, mit sogar bis 1000 Leuten. Und ist bestimmt was sehr Schönes. Gab es in der Form noch nie, aber Einheit singen. Und es gibt bestimmt das ein oder andere Kaltgetränk dazu. Freue ich mich drauf. Ist ein schönes Event. Und dann morgen Abend habe ich die große Weinshow mit Stefan Metzler. Ein ganz toller Winzer, ein innovativer Winzer aus Heppenheim in Rheinhessen. Und wir verkosten sein Sortiment nicht komplett, aber wir haben ein paar Weiße dabei, ein paar Rote, ein paar Roséweine und total toll. Es gab eine Flasche Traubensaft mit einem Päckchen Hefe und seit einer Woche gärt mein neuer Süßer oder Federweißer oder mein eigener Wein, den wir morgen dann gemeinsam testen werden. Also habe ich morgen eigentlich so ein wunderbares Feiertagspaket, auf das ich mich wahnsinnig freue. Und ich werde heute, während ihr Neues vom Balkon seht, im Olivenbaum sein, in Stendal mein Wochenende mit einem Glas Wein und einer schönen Antipasti einläuten. Und danach gehe ich in die Speisekammer, eines meiner Lieblingsrestaurants in Stendal, und werde einfach den Abend genießen und hoffe, dass ihr auch toll in das Wochenende kommt. Genießt es, genießt den Feiertag und seid stolz auf das, was wir geschafft haben mit der Einheit. Das ist schon einmalig auf der Welt und das ist der 3. Oktober auf jeden Fall zum Feiern wert. Und ja, bleibt gesund, gebt aufeinander Acht. Schreibt vielleicht mal unten in die Kommentare, wie das neue Format bei euch ankommt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen länger als sonst, aber dafür auch nur einmal die Woche. Und dann sehen wir uns, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, nächsten Freitag wieder 18:45 Uhr hier auf Facebook, bei YouTube oder auf neuesvombalkon.de. In diesem Sinne, habt einen schönen Feiertag, ein tolles Wochenende und bis bald.